Annie, die große alte Elefantendame. Ihr Gesundheitszustand hat sich rapide verschlechtert. Schmerzhafte Entzündungen in den Sohlen der Hinterfüße machen das Gehen wie das Stehen zur Qual. Annie, vorwärts! Vorwärts. So. Gut, mein Schatz. Pfleger und Professor, alle hier sind in großer Sorge um die 54-Jährige. Ihr leidet jetzt schon ein paar Tage trotz täglicher Applikation von Schmerzmitteln unter erheblichen Schmerzen. Und vor allen Dingen das Problem ist, wir können keine Fortschritte in der Heilung erkennen. Wie soll es bloß weitergehen? Mit Rani. Diese Füße. Sie wollen einfach nicht mehr tragen. War nicht gut. Also zur Zeit belastet jetzt eben alle, allerdings alle vier Beine. Das hier ist nicht das Wilde, denke ich. Das ist unangenehm. Auf dem Bein steht sie, das Schönste immer. Lange schon behandeln Professor Eulenberger und Michael Tempelhoff Ranis Fußleiden. Doch seit kurzem wird ihr Leben immer beschwerlicher. Die legt sich mal hin, die steht bloß noch auf drei Beinen und es ist alles ein bisschen. Wie sagt man da dazu? Es sieht schlecht aus. Die Füße sehen nicht gut aus und radischer. Die Füße sehen nicht gut aus, verkreisen tut sie extra noch, die ist ja uralt. Und das kommt nur alles zusammen und da, na, bleib stehen. Aus Hamburg ist Tierarzt Michael Pflügger angereist, möchte sich ein eigenes Bild von Ranis Erkrankung machen. Ja, heute wird noch mal Rani gründlich untersucht. Und damit nicht nur mein Urteil gilt, haben wir auch den Kollegen vom Tierpark Hagenbeck, der viel Erfahrung mit Elefanten hat und der auf langjährige Tradition seiner Vorgänger zurückblicken kann, nach Leipzig geholt, dass wir gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, ob an diesem Tier noch etwas zu machen ist oder ob wir uns doch mit dem Gedanken vertraut machen müssen, dass Rani das nicht mehr überleben kann. Eine schwere Entscheidung steht an. Gut, mein Schatz. Da möchte der Professor nichts unversucht lassen. Vielleicht könnte Frank erst mal die Thermografie machen. Ja, bitte. Frank? Frank Zahorski hat mit seiner Wärmebildkamera schon viele Tiere untersucht. Doch bei Rani kommt Erstaunliches zutage. Zusätzlich zu den Entzündungen werden auch noch Durchblutungsstörungen sichtbar. Die sehen zwar jetzt dramatisch aus, aber sind in der Temperatur geringer als alles das, was wir an den anderen Hufen finden. Ich kann natürlich jetzt überlegen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Und wenn man sich die Nägel anguckt, ist der Prozess da an dem Vierer deutlich mehr als hier vorne an dem Vierer. Ja, der ist so hell und aber die müssen, das ist eigentlich ein Zeichen, dass da zu wenig Durchblutung drin ist in dem Fuß. Ja. Hier scheint hinten nichts mehr zu kommen. Ja. Kommt kein gesundes Gewebe mehr. Meinst du, wir kriegen den hinteren Fuß nach hinten hochgehoben, dass wir den mal von unten, weil du sagtest ja auch was von Sohlenlöchern. Ja, nee, das müssen wir jetzt, das ist entscheidend jetzt. Ja. Kriegen wir die dazu, dass sie den Fuß immer so drauf liegt, dass man ein bisschen kann? Also bislang ging es immer, gestern ging es nicht. Mhm. Kräfte sammeln für die Untersuchung. Rani, lehn dich an. Geht's ja los. Rani, hier Lüft. Rich hoch! Rani, rich Lüft! Was nur verbirgt sich dort unten? Am Hofe der Erdmännchen finden vor dem Frühstücksbrot die Spiele statt. Da muss der Wachposten zur Ordnung rufen. Schließlich hat der Staat seit kurzem eine potenzielle Thronfolgerin. Thank you.
immer mächtig Hunger. Herr Weinhausen, guten Morgen. Da ist es gut, dass Kammerdiener Jörg Gräser am Morgen Schwarzkäferlarven kredenzt. Hey, wo ist das Baby? Allzeit bereit, wenn's ums Fressen geht. Komm mit her, komm schnell. Komm hier, komm. Komm mit her, komm. Ja, ne, wartet mal ab, hey, hallo. Früher habt ihr Hunger, hä? Guck mal, jetzt gehen sie hin und geben's ein Baby dort auch. Das ist ganz süß. Das ist eine ganz süße kleine Maus, ne? Hat sich also wirklich gut entwickelt schon jetzt hier, die letzten Tage. Also die krabbeln hier ein bisschen hoch. Klein, aber auch hoch. Beim Fressen steht die Prinzessin schon ihren ganzen Erdmann. Komm her, komm. Hier. Fein, komm mit her, komm, Baby. Ich sag. Komm mit her, komm, mein Großer. So, pass auf. So, hier. Pass auf. Die sind eigentlich immer sehr bemüht. Dadurch, dass es nicht bloß ein Kind ist, jeder möchte dem Kind gerne was geben, so ein kleines Geschenkchen. Ne? Die tragen ja auch zu den Jungtierfutter, das ist ja auch ganz wichtig, weil das durch die Alttiere lernt das letztendlich, was es zu fressen hat. Ne? Hat auch seine Vorteile, Einzelkind zu sein. Oh, der alte Mann kommt gar nicht hoch. Gut. So, und jetzt ist natürlich jetzt erstmal wieder Ruhepause angesagt. Und die warten natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Sonne, muss ich sagen. In der Natur passiert, bevor die irgendwie Nahrung aufnehmen, sowieso erst mal früh rauskommen, Umgebung abchecken. Und dann wird sich in die Sonne gestellt und erst mal aufgewärmt. Ja, Sonne. Für die kleine Sonnenkönigin. Mann. Eine Vision. Gondwanaland. Da hinten Südamerika, da Afrika und da Asien. Da, wo der Polier gerade lang läuft. Der läuft also jetzt von Asien nach Afrika gerade. Also in relativ kurzer Zeit. Das muss man auch erstmal nachmachen. Baustellenbegehung mit dem neuen Bereichsleiter Michael Ernst. Hier soll bis 2010 zusammenwachsen, was einst zusammengehörte. Der Urkontinent Gondwana. Eine Riesentropenhalle. Bevölkert mit Tieren Asiens, Afrikas und Südamerikas. Also das Größte, was reinkommt, könnten Nashörner werden, könnten aber auch Schabrackentapire werden. Also wir bauen für beide. Jetzt bin ich schon wieder in Asien, ich springe immer so ein bisschen furchtbar. Das ist da hinten, wo dieser große Erdhaufen ist. Ungefähr dort davor wird sich die Nashorn- bzw. Tapir-Anlage anschließen. Und dann wieder, jetzt über den Weg rüber, sind wir wieder in Afrika. Kommen dann die Zwergflusspferde, kommen die Eulenkopf-Meerkatzen, die Diana-Meerkatzen, der Serval, der Schuhschnabel. Können die Leute alle nachschlagen, was das ist. Auf jeden Fall kriegen wir hier ein extrem interessantes und spannendes Sammelsurium von interessanten und seltenen Tierarten rein. Noch sind die Landmassen des neuen alten Kontinents in Bewegung. Da wandern schon die ersten Urtiere ein. So. Manuria. Emis. Gut. Und zwar Manuria emis emis. Braune Landschildkrötenbabys. Ausgewachsen. Nicht ganz ungefährlich. Hier wird langsam das Ausmaß von Ranis Erkrankung deutlich. Ja, ja. Kriegst du einfach nicht in den Griff. Und da ist noch ein kleines Loch. Es geht aber immer noch unter Zehe. Was ist das? Ja, habe ich. Das andere finde ich so nicht. Rani! Pass auf, jetzt kommt die schwierige Stelle. Der rechte Hinterfuß. Rani, halt ruhig. Durchlöchert. Da war schon mal richtig dran mit dem Messer. Wie ein alter Schuh.
Spielen. Hey, ist gut, mein Schatz. Ja. Zoodirektor Jörg Junhold ja. Kann nur tatenlos zusehen. Hey, halt ruhig. Ranis altbekanntes Leiden. Die Entzündungsherde an den Zehen haben sich auf die Sohle ausgebreitet. Haben wir es jetzt gesehen? Ja. Rani, ist gut, mein Schatz, ist gut. Wir können einfach nicht mal stehen, deswegen ist sie da nur nicht so nachgesprochen, dass wir... Gestern war es noch schlimmer. Tempi kennt seine Elefantenkuh. Fast ein Vierteljahrhundert sind die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen. Seit 1984 bin ich hier und seit 1986 sind wir zusammen. Da war die schon, also zählte die schon als alter Elefant, da war sie aber gerade mal 30. Aber jetzt ist sie weit über 50 und das ist schon ein bisschen was anderes. Ja? Die ist, also wir sind uns jetzt gerade nicht ganz sicher, dürfte die das älteste Tier im Zoo sein. Und es werden viele Zootiere sehr alt. Die hat, es ist ungefähr so, als wenn ein Mensch 100 wird. So ist es bei Elefanten mit 54. Die ist eben, sie ist sehr alt. Rani, komm rum. Ich pleg dich irgendwie gerne an, aber was will ich machen? Geh rum. Ja, und jetzt noch der andere Hinterfuß. Dafür muss Rani wenden, damit sie sich an der Wand anlehnen kann. Ja, ist gut, Schatz, ist gut. Super. Rani, Händelift! Richtig hoch! Aber Rani, Lift. Richtig, Lift. Wird die alte Dame das noch mal mitmachen? So ist schön, Frau. So ist Frau. Mit dem hier ist nicht gut Kirschen essen. Wer sich seiner Kleinfamilie nähert. Muss mit dem Schlimmsten rechnen. Kerstin Tischmeier und Frank Meier haben es aber gar nicht auf die wehrhaften Weißnackenkraniche abgesehen. Sie suchen nach einem kleinen Heimlichtuer. Wir werden nach dem gestern geborenen Moschustier gucken, ob es ihm gut geht, nochmal Gewichtskontrolle machen. Und als allererstes würde Kerstin aber erstmal die Kraniche füttern, dass die ein bisschen abgelenkt sind. Die haben ein Jungtier. Da sind die Elterntiere meist aggressiv. So, alles bleibt schön zusammen. Den letzten beißt der Kranich. Wollen wir mal schauen, ob wir Glück haben. Moschustierbabys sind Ableger. Fragt sich nur, wo sich dieses abgelegt hat. Also ich sehe es schon. Ja, also da liegt's, haben wir Glück. Das scheint die hier ganz anders zu sehen. Das ist die Mutter. Ist verständlicherweise etwas erregt, weil wir schon in ihrer Nähe gekommen sind. Die wird mit Sicherheit auch mit Scheinangriffen jetzt uns ein bisschen attackieren. Aber was muss, das muss. Das Gewicht einer knappen halben Tafel Schokolade soll das Baby täglich zulegen. So, wenn der Kerstin das jetzt hochnimmt, wird es sicherlich anfangen, ein bisschen mit rumschreien. Um die Mutti zu alarmieren. Genau so. Da kommt auch schon die Mutti. Ja, ist gut. Oi. 921 Gramm. 41 Gramm zugenommen. Das ist nicht schlecht. Na, man sieht auch hier, das sind völlige Ableger, die versuchen, ihr Heil wirklich darin zu finden, sich nicht zu zucken, sich nicht zu mucksen, leise zu sein. Unsichtbar für den Feind. Ja. Aber auf der Suche nach einem neuen Liegeplatz macht das Kleine einen entscheidenden Fehler. Also nicht gerade so sehr zum Kranich, nicht, dass wir noch eine lebensrettende Maßnahme durchführen müssen. Die werden doch wohl nicht, oder? Noch leben die ersten Gondwana-Länder hinter den Kulissen des Aquariums. Dort sollen sie erst mal groß werden. Im hintersten Winkel hier. Fabian Schmidt.
So, hier sind sie. Die Neuankömmlinge. Weit Micha in die Geheimnisse der braunen Landschildkröten ein, die bis zu einem halben Meter groß werden. Da können Sie gleich mal gucken, sich an die Stimme gewöhnen. Ne? Also ihr greift mich nicht an, Freunde, sonst sind wir ein Knäuel. Wir haben keinen Wechselstahl. Der muss direkt rein, in direct contact. Ja? Genau. Klingt lustig, ist aber ernst. Ja. Die Damen unter denen hier haben es nämlich in sich. Wo du wirklich da ein bisschen aufpassen musst, wenn die mal Eier legen. Also die Weibchen sind die einzigen Schildkröten, die ihren Nesthügel auch bewachen. Cool. Also die bauen Nesthügel so von 1,20 Meter Durchmesser, halben Meter hoch mit Blättern und legen ihre Eier rein und das bewachen sie dann. Und wenn du da ausgraben willst, dann musst du erstmal an ihr vorbei. Die wird natürlich rammen, aber das ist für einen Menschen markantes. Also wir werden bis so 25, 30 Kilo, das halte ich aus, das Rammen. Nee, die kannst du ja ausweichen. Kann ich gegenhalten. Da kannst du ausweichen. Also es ist kein gefährliches Tier, aber sie wird sich bemühen, dich zu attackieren. Das ist schön, da freue ich mich schon drauf. Na dann. Gut, danke dir. Bis später. Kein Problem. So, ne, dann gehe ich jetzt mal auf die Baustelle. Die Gondwana Landbaustelle. Eine Reise zurück in die Zukunft. Also am Anfang steht immer von sowas eine Idee oder nennen wir es meinetwegen Vision. Aber das darf nicht dabei bleiben. Also das wird dann ziemlich schnell konkret. Und jetzt sieht man es ja, wie konkret das wird. Hier wird gebaut wie verrückt. Ne? Von oben sieht man immer schön, sieht wie so ein Ameisenhaufen aus. Das ist immer sehr spannend. Ja, aber wer wird denn da gleich in die Luft gehen? Rani, Lift hinten. So ist Schemfahrt. So ist Fahrt. Jetzt ist Ranis linker Hinterfuß dran. Vorsicht! Hey, das ist das Schlimmste hier. Das ist hier ungefähr so, alles ganz dünne. Hier ist gar nichts mehr. Rani, halt ruhig! Ist gut, mein Schatz. Hörst du? Was alles geht auf eine Elefantenhaut? Und ab, ist gut, mein Schatz. Ist gut. Er zeigt deutliche Schmerzäußerungen und die Bereiche, also wo richtig offen ist, die sind größer geworden. Sie entlastet auch, weiß nicht so richtig, wie sie stehen soll. Es macht uns viel Sorgen. Hörst du? Nun müssen die Mediziner die richtigen Schlüsse ziehen. Also ich habe mich ganz schön erschrocken. Ich habe nicht gedacht, natürlich wusste ich, dass es ihr schlecht geht, aber dass es ihr so schlecht geht, habe ich nicht gedacht. Denn ich weiß ja nun auch, was sie an Medikamenten bekommt im Moment, an Schmerzmitteln. Das haben wir ja vorher alles besprochen. Und dass sie trotzdem noch so große Schmerzen hat, sich richtig auf die Beine zu stellen oder einen Fuß hochzuheben, also da muss schon ganz schön was kaputt sein. Ach, Häuser. Ja, meine Güte. Nach meinen Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben in den über 20 Jahren, ist das eine ganz dramatische Verschlechterung des Zustandes des Tieres. Und da werden wir uns mit den Gedanken sehr vertraut machen müssen, dass wir die Leiden des Tieres abkürzen werden. Bald muss eine Entscheidung getroffen werden. Steinischerweise hat immer noch guten Appetit. Eine Entscheidung, die sich hier niemand leicht macht. Und hier? Das ganze Wildgehege in Aufruhr. Aber gut getarnt ist schon gewonnen. Nur so. Kleines Problem, wenn die aufeinandertreffen. Wenn
die gleichzeitig Jungtiere haben, die Kraniche und die Moschustiere. Die Kleinen können in den ersten Tagen noch nicht richtig weg. Das ist in ein paar Tagen ist das vorbei, da rennen die schnell genug weg. Da hat der Kranich keine Chance, aber die ersten Tage ist es immer ein bisschen heikel. Wir ein Plätzchen suchen, wo wir uns sicher fühlen. Aber das ist ein schönes Plätzchen dort. Und die Mutter beobachtet das schon, die weiß dann schon, wo es ungefähr hin muss, um es dann wieder einzusammeln zur nächsten Tränkung. Das ist ja nicht so häufig, das sind Ableger, die trinken nicht so viel. Also viel schon, aber nicht so in nicht so kurzen Abständen. Ende gut, alles gut. Hier ablegen, dort abregen. Über den Dächern von Leipzig. Aber noch lange nicht auf Höhe des neuen Kontinents. Man kann sich zumindest gut vorstellen, wie hoch Gondwanaland mal wird, weil ich denke, ich bin immer noch nicht, also wenn wir einen Kranfahrer fragen, ich kann es jetzt schlecht einschätzen, aber wir sind noch lange nicht auf 35 Meter oder noch nicht auf 35 Meter. Und ja, die Größe ist interessant und fühlen tut man sich relativ hoch. Ja, also wie Gondwanaland mal wird, hoch, ja doch. Die Bodenhaftung verliert mich ja trotzdem nicht. Ist schön, ja. Aber ich denke, ich hatte ja auch selber so ein bisschen drauf spekuliert, dass ich vielleicht mal ein paar Fotos von oben machen kann. Aber es wird eine Ausnahme bleiben. Nicht zuletzt deswegen, weil in den kommenden 2 Jahren viele Herausforderungen auf Micha und seine Kollegen warten. Man merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen happy. Also ich freue mich auch wirklich drauf. Das ist, ich sage das jetzt einfach mal so, das ist mit das Größte, oder es wird überhaupt das Größte sein, was wir jemals gemacht haben. Und dafür oder dabei so zuzugucken, wie das entsteht und sogar ein bisschen mitzuwirken, das ist schon geil. Am nächsten Morgen in der Tierklinik 2 neue Trompetervögel machen ihrem Namen alle Ehre. Petra Friedrich bereitet das Frühstück für die Musikanten. Unsere Trompetervögel fressen gerne das Kranichfutter und dann fressen sie sehr gerne Banane. Also hauptsächlich Obst, die sie auch dann gerne aus der Hand nehmen. Fingerfood, ganz modern, für die Trompeter. Und zum Schluss kommt noch Kurkumin dran. Und da sind alle möglichen Vitamine drin und das ist gut für sie. So, da werden wir jetzt mal in die Tierklinik gehen. Sie werden schon warten. Ihr seht ja wieder aus wie kleine Schweinchen. Hä? Wo ist denn hier? Banane? Fein, jetzt trompetern sie. Ein Duett für die Köchin. Fein. Jo. Jo. Komm her. Na, komm her. Komm. Komm her. Tantiemen werden gern genommen, auch wenn die Künstler durchaus ihre exzentrischen Eigenheiten haben. Interessante Tiere sind das und was Seltenes. Aber eben Tische Stänger.
Und das sind ja nun natürliche Aufzuchten, das ist keine künstliche Aufzuchten. Und man sieht, sie werden trotzdem frisch, kommen trotzdem ran. Und wer viel frisst, macht viel Mist. Frische kleine Schweinchen seid ihr. Und Petra, viel Arbeit. Das tun wir derweil mal raus, dann mach ich erstmal hier rum. Sonst seid ihr gleich draußen. So, jetzt komm ich. Was wird denn das jetzt? Eine kalte Dusche? Schnell abtauchen. Wildpferd Henk. Ein Bild von einem Hengst. Noch steht er auf einer Weide, 50 Kilometer vor Leipzig. Doch heute soll er ein Zootier werden. Freiwillig wird er nicht gehen, da muss der Professor nachhelfen. So unauffällig wie möglich. Sie wissen ja, dass die Tiere das Blasrohr alle ganz gut kennen. Und die Aufregung ist umso geringer, je später sie das mitbekommen. Henk soll die Abreise verschlafen. Deswegen eine Narkose. Ich denke, jetzt geht es jetzt seinen normalen Gang. Und er ist ziemlich widerstandsfähig, würde ich sagen. Er ist natürlich auch sehr kräftig. Aber ich denke, das wird schon ausreichend sein. Auf alle Fälle ausreichen sollte das Personal. 450 Kilo Henk müssen bewegt werden. Das wird unser neuer Zuchthengst, den wir jetzt hier reinholen. In unsere Gruppe. Mal gucken. Der kommt aus Österreich, aber steht ja schon eine Weile auf der Koppel. Ist mittlerweile 6 Jahre alt. Und da wollen wir uns mal überraschen lassen, ja, wie es geht. Ganz schönes Brot, ne? Und so ein Brot? Das steht schon ziemlich fest, ja. Ganz schön kernig. Also als kann der nach vorne weg? Nee, da ist doch der würde fallen, wenn er sich nicht da stützen würde. Ja. Und da hängt nicht freiwillig fällt. Muss nachgeholfen werden. Aber. Nein. Jetzt stricke da dran lassen können. So ist er gut. Jetzt macht die Stricke dran, dann ziehen wir ihn weg. Ein Wildpferd gibt nicht so schnell auf. Seraphine. Und ihr Hautausschlag. Ein leidiges Thema, das seit einiger Zeit sowohl den Professor als auch Frank Meyer beschäftigt. Doch jetzt scheint der die Sache in den Griff zu bekommen. Nach einer Woche der Behandlung an der Seraphine mit ihrer Hautproblematik hier haben wir schon deutliche Verbesserungen. Gerade was die Seiten betrifft, vordere Rippenbögen und so. Das ist schon einigermaßen trocken geworden. Im hinteren Bereich noch besser. Das war ja Handteller groß, alles offen. Problematisch ist noch ein bisschen die Nackengegend, da arbeiten wir noch dran. Jetzt, da Pickel und Pusteln auf dem Rückmarsch sind, rückt der Spaßfaktor der Behandlung in den Vordergrund. Die lassen sich gerne abduschen, die schätzen das. Es gibt Sachen, die machen ihnen dann nicht so viel Spaß, wenn man mit der Sprühflasche den Körper absprüht oder Puder aufträgt. Aber da werden wir sie dann wieder mit Futter ablenken, dass er was zu tun hat. Und da lässt sie das dann auch über sich ergehen. Seraphine ist eine geduldige Patientin. Vom Charakter her ist es ein sehr ruhiges Nashorn. Es ist das Spitzmal Nashorn neigen ja dazu, schreckhaft zu sein. Das ist sie fast gar nicht. Deswegen macht den Umgang mit ihr sehr, sehr angenehm. Freundlich, immer noch verspielt, obwohl sie ja nun mittlerweile auch 8 Jahre alt ist. Aber es kann auch eine Zicke sein. Also da, manchmal muss man ein bisschen aufpassen, wenn sie einen schlechten Tag hat, da geht dann aber nichts. Aber eigentlich nie bösartig oder so. Das kann man nicht sagen. Nashörner sind im Allgemeinen nicht bösartig. Gut, genug eingeweicht. Der Doc wird Seraphine jetzt füttern, dass sie schön ruhig stehen bleibt. So,
So, und hier kommt die Bürste. Das ist eine normale Haushaltsbürste. Hier ist eine, da sind dünne Messingbürsten mit drin. Das ist für Stellen, die besonders hart sind, die damit nicht aufgehen. Weil es nützt uns nicht das Medikament. Hey, ist doch gut. Schick mal nicht so, ich bin so bloß. Das Medikament auf die zur Oberhautschicht zu bringen, da wirkt das nicht. Das ist ganz okay. Serafine ist egal, was da hinten passiert. Hauptsache hier vorne reißt der Nachschub nicht ab. Es geht nicht darum, dass sie das viel frisst, sondern dass sie eine möglichst lange Zeit stehen bleibt und beschäftigt ist. Denn ich könnte nicht in Ruhe hier mit ihr arbeiten, wenn die Langeweile hat und mich als Spielzeug hier ansieht. Dafür bin ich nicht geeignet. Ja, was aber, wenn Serafine heute plötzlich doch noch Lust zum Spielen bekommt? Den Trompetervögeln ist das Musizieren vergangen. Im Konzertsaal Wassereinbruch. Gut, die werden dann mal ein bisschen schimpfen, weil hier in so einem kleinen Käfig sind sie immer eingeengt. Und da fühlen sie sich dann doch nicht so wohl. Aber hier, wenn jetzt baden, tun sie gerne mal. Fein, hä? So Freudenlaute werden das nicht sein. Das gefällt ihnen zwar, aber es wird nicht so passen. Ja, ist wie mit dem Schlauch. Das ist ja gleich intensives Spritzen. Also wenn wir jetzt besprühen, da kommt das ja eigentlich sachte raus. Ne? Und das wird nicht so passen. Ja, und die werden dann gleich, wenn es gefiedert das ist, fangen die dann an, sich zu putzen. Jetzt seht ihr aus wie so ein paar gebadene Mäuse. Jetzt trompelt er doch wieder ein bisschen. Ja. Hört sich nach einem Protestsong an. Aber da sind sie immer noch ein bisschen beschäftigt, haben so was zu tun. Gut, machen wir zu. So. Erstmal die Instrumente trocknen, damit hier wieder Harmonie einkehrt. Da hat man zu viel Power. Hengst Henk will auf seiner Weide einfach nicht einschlafen. Und da muss wohl der Sandmann noch ein bisschen nachhelfen. Das war bloß noch, damit er ein bisschen relaxierter ist. Das nicht mehr braucht. Jetzt, gut. Das ist gut. Wir müssen noch ein bisschen Moment warten. Also eins ist Fakt, da ist Zäher, ja. Ein hartnäckiger Kerl. Mit einem außergewöhnlich eisernen Willen. Im Prinzip ist es normal, allerdings ist das eben ein sehr schweres Tier. Und der Spritze ist bloß für 3 Milliliter Volumen, da hätte etwas mehr gebraucht, wie es scheint. Aber das erste Mal, dass wir so ein schweres Tier haben. Und da müssen wir uns auch an die Dosis rantasten. Er wehrt sich natürlich. Er wehrt sich natürlich auch. Man muss bedenken, dass sie hier draußen auch etwas wilder sind. Der Wildheitscharakter der Tiere nimmt zu. Und das wissen wir, dass dann auch die Narkotika in höherer Dosis gegeben werden müssen. Aber wie viel das immer ist bei dem einzelnen Tier, das ist immer schwer einzuschätzen. Ob sie jetzt wirklich ausreicht? Ja, zieht mal, dann wird, ich gehe an den Kopf. Hauch, ok! Ja. Zumindest muss Henk erstmal aus der Ecke raus. Denn nun kommt eine ganz heiße Sache, die ihn nicht gerade erfreuen wird. Ja, da merkst du den Kopf, ne? Was? Da hat's halt noch die Mit flüssigem Stickstoff soll dem Hengst die Zuchtnummer auf den Pelz gebrannt werden. Wäre schön, wenn man jetzt versuchen, ruhig zu halten, sonst geht schlecht. Ich weiß, dass das leise gesprochen und schwer zu machen ist. Und jetzt? Guck mal an. Moment, das dauert noch eine Weile. Bis es durch ist. Gut, gut, entspannt euch. Vier Zahlen auf den 4 Buchstaben machen Henk für den Rest seines Lebens unverwechselbar. Nun kann die Reise losgehen.
geschafft. So, dann können wir ihn jetzt hoch auf den Hänger ziehen. Vorne, dann ist nach vorne. Hallo, los! Hier, oder? Ein Pferd, ein Hänger. Zehn Menschen stärken. Au! 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 Nicht, dass der uns hier runterrutscht. Kannst du dir den Strick um die Bahn? Kannst du stricken? Na. Das wird doch hier keine Hängepartie geben. Emu und Känguru staunen nicht schlecht, was da in dem Sack auf Kerstin Tischmeiers Rücken ankommt. Hey du, schlummerst du etwa? Die kleine Grisou, von Kerstin aufgezogen, nachdem sie als Baby aus dem Beutel ihrer Mutter gefallen war. Na, wie man schön sehen kann, also wächst und gedeiht. Und ist jetzt auch so bedingt, dass er halt nicht so schnell wieder im Beutel zurück möchte. Er will sich dann schon austoben und mal richtig Pfeffer geben. Wird sicherlich nicht mehr lange dauern, dann können wir so wahrscheinlich auch schon mit in die Gruppe. Und wir werden mal schauen, wie sich dann alles so miteinander, untereinander dann abläuft. Grisou. Unter Menschen aufgewachsen, soll Artgenossen kennenlernen. Noch hält sich das Interesse der Großen in Grenzen. Aber Kerstin ist ja da. Im Prinzip sieht sie mich halt auch als Mutter an und das merkt man halt auch, wie sie den Beinen hinterherläuft. Also wobei man sagen muss, in einer großen Gruppe müsste sie halt überlegen, welchen Bein laufe ich jetzt hinterher. Also ist jetzt nicht direkt auf mich fixiert, sondern allgemein auf Menschenbeine. Menschenbeine. Statt Kängurufell. Guck mal da, nur noch solche Dinger wie du. Und was soll man bloß tun, wenn sich immer nur... Naja, dass du hier was zu erzählen hast, war ja klar. ...die Falschen für einen interessieren. Seraphines alte Hautschuppen müssen nun abgeduscht werden. Aber die Nashorndame gelüstet es zunächst ein wenig nach Unterhaltung. Das ist zum Beispiel was, das ist Spielverhalten. Das macht die, hat die unheimlich gern, wenn man ihr das Wasser ins Maul spritzt. Denn wenn sie Durst hat, dann nimmt sie den Schlauch ins Maul und hält den fest und kann so trinken. Aber ins Maul spritzen lassen, das kann man mit ihr ewig spielen. Und Schlauch fressen ist auch ein Spiel? Also sie versucht es manchmal jedenfalls. Also die schiebt dann ganz langsam. Spitzmannnasen haben ja vorne keine Zähne, sondern nur hinten also Backenzähne, Mahlzähne. Und da schiebt sie den Schlauch langsam nach hinten, um dann da mal drauf zu beißen. Und da ich das aber, deswegen habe ich den Schlauch in der Hand, da merke ich, dass wenn der dicker wird, weil die ja vorne zudrückt, wenn der schärfer wird, dann muss ich wieder rausziehen. Aber gelegentlich schafft es deswegen trotzdem mal, meinen kräftigen Biss zu tun. Der Schlauch war schon mal deutlich länger. Aber die kalbt bloß drauf rum und spuckt es wieder aus. Mehr passiert auch nicht. Seraphine will einfach nur spielen. Gut. So, jetzt beginnt der Trockengang. Patient bitte in Lauerstellung. So, pass auf, schön mit der Ruhe. Und vor allem mit viel Fressen. So, ja, da haben wir noch zwei, drei etwas stärker befallene Stellen.
aber ansonsten ist das schon ganz gut. Und damit so bleibt, nach der Kür nochmal die Pflicht. Das ist das Deschisam-Puder, also desinfizierend, austrocknend wirkend. Vor allem jetzt, wo es wärmer wird, dass sich hier keine Fliegen draufsetzen und ihre Eier ablegen. Frank hat für die Behandlung seiner Nashörner einen siebten Sinn entwickelt. Du musst dir deine Tiere angucken, sie erzählen es dir ja frühmorgens nicht, wenn du kommst. Das ist ja nicht wie im Krankenhaus, wo du fragen kannst, na, geht's ihnen heute besser? Nein, das musst du schon kontrollieren. Das ist einfach, das ist eine normale Routine. Das machst du einfach nebenher, lässt da drüber gucken. Und wenn du deine Tiere gut kennst, wie eben hier bei den Nashörnern, durch den direkten Kontakt, dann merkst du das auch im Verhalten, ob es ihnen gut geht oder nicht. Dann musst du das noch nicht mal sehen. Serafine und Frank. Ein eingespieltes Team. So, hab fertig. Danke für die gute Zusammenarbeit. Das Vergnügen ist ganz auf Serafines Seite. Los jetzt, weiter. Den träumenden 450 Kilo schweren Henk in den Hänger zu bekommen, ist dagegen eine Schwerstarbeit. Meine Fresse. Jetzt fehlt nur noch das Narkosegegenmittel. Henk soll auf allen Vieren gen Zoo reisen. Bleibt mal locker da hinten. Damen. Vorfreude auf Männerbesuch. Bei den Pflegern höchste Anspannung. Jetzt kommt der Hengst erstmal hier auf die Anlage, dass wir jetzt nochmal akt. Wenn nochmal ein bisschen die Schweißbahn auf der Stirn stehen werden. Weil der kennt kein Handling überhaupt nicht. Für den ist das ein Riesenstress und für die Stuten, die werden natürlich jetzt animieren, durchrufen und alles. Da muss ein Plan her. Plan ist Türe auf, Pferd drin, Türe zu. In der vereinfachsten Form. Er darf eben nicht zurückkommen, wir müssen schnell sein. Also wir müssen schnell die Klappe hoch haben, dass wir die Tür zu kriegen, dass er drin ist. Wenn er schnell zurückkommt, dann haben wir ein Problem, weil es ist kein Hauspferd, es ist ein Wildpferd. Nicht, dass er uns hier umrennt oder hier sich noch verletzt, wenn er gegen die Tür springt. Oder das altbewährte Multifunktionsfahrzeug, kurz Mufufa, soll eine hohle Gasse bilden. Aber wird Henk durch die dann auch durchgehen? Seid ihr soweit? Hier ist fertig. Gut. Zwei, drei. Die Emus, Heinz und Hilde. Sehr interessiert an dem neuen kleinen Spielkameraden. Aber Kerstin passt auf. Vergiss es, Hilde. Du auch, Heidi. Geh. Ich spielen. Aber irgendwann werden Emu und Grisou sich ohne Gitter gegenüberstehen. Da wird sie sich dann halt auch mit denen arrangieren mögen. Ja? Du guckst schon so, ha, Hilde? Ist aber nicht. Ist nicht, kriegst du nicht. Eigentlich sollten sich ja auch die hier für Grisou interessieren. Aber selbst bei der Mutter kein Bedarf. Für sie ist eigentlich das Jungtier gestorben, nachdem es aus dem Beutel gefallen war. Hm? Guck, da ist noch so ein graues Untier wie du. Noch braucht Grisou ihre Ersatzmutter, die sie jetzt seit 7 Monaten Tag und Nacht betreut. Naja, man hängt da schon ein bisschen was dran. Also, man hofft dann halt auch, dass sie selber dann irgendwann mal Kinder bekommt und selber mal Mutti sein kann und schon, also dass er halt ein gutes Leben hat, wollen wir natürlich hoffen und da sind wir halt gut dran, dass wir das hinkriegen. Aber jetzt
ist erstmal wieder Beutelzeit. Das ist nicht so einfach. Süßchen abputzen. Ausflug. Für heute beendet. Jo, bleibt jetzt da so. Na komm. Unter den Augen der neugierigen Damen tastet sich Hank langsam vor. So, so fein. Na komm. Na komm. Hey. Na komm. Komm raus, komm. Noch einen Schritt, komm. Na los. Na komm. Prima, komm, mach einen Schritt, komm. Na komm. Komm, komm. Fein. Komm. Fein. Na geh. Hm? Na fein, die Mädels da, hm? Na komm. Fein. Pferd im Stall. Klappe zu. So, jetzt sind wir so. Erstmal froh, dass wir ihn erstmal jetzt im Stall haben. Oh, meine Nerven durch. Oh. Das Auspacken war bilderbuchmäßig, also das war wirklich gut. Da bin ich auch sehr froh. Er sieht jetzt noch ruhig aus, aber man muss ihn bedenken, er hat ja nur eigentlich so eine Narkose gekriegt. Und das wird jetzt alles erstmal brauchen, ehe das abgebaut ist. Aber das kann sich auch ganz schnell, dass der erstmal dann gegen die Stalltüren wamst. Also wir haben, die Hengste haben alle irgendwann mal hier oben zu dem Spalt mit dem Kopf rausgeguckt. Dort oben mit der Nase. Na, jetzt gucken wir erstmal raus, mal gucken, wie es ist. Da ist er noch benommen, man sieht es einfach. Narkose wirkt schon noch nach. Draußen lockt das Weib. Aber das interessiert den hier erstmal wenig. Lippenbärmann Klaus auch nicht gerade in Stimmung. Dabei soll er mit Ludmilla für Nachwuchs sorgen. Wir lassen jetzt seit einem Monat jeden Morgen zusammen bis zum Mittag. Ja, und seit 3 Tagen macht sie so den Eindruck, als ob sie jetzt doch noch heiß wird. Ja. So sieht Leidenschaft aus. Ob Klaus seinen Ehepflichten nachkommt, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Außerdem ein Kreissaal für die werdende Katzenmutter. Elefant, Tiger und Co. Also dann, bis zum nächsten Mal.